Ja, fangen wir an. Ja. Ja, dann möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Also euch schön, dass ihr zuschaut auch und zuhört. Nicht live jetzt, aber in der Aufnahme. Und wir sind hier wirklich in einem ganz, ganz gelben, schönen, hellen Zimmer. Draußen ist wunderbarer Sonnenschein und ja, wir freuen uns einfach ganz, ganz toll, dass wir hier sind. Und von Ihnen ganz, ganz viel mitnehmen dürfen, von Ihren Erfahrungen. Wir haben ja schon gesagt, viele, viele Bücher mit so unterschiedlichen Themen. Das zeugt einfach von einem ganz, ganz großen Schatz, Erfahrungsschatz. Erfahrungen mit sich selber, mit dem Leben und mit allem, was dazugehört. Und ja, sind sehr, sehr schön begrüßt worden. Und wir haben ja schon gesagt, oder Sie haben uns gesagt, Sie nehmen sich die Zeit gerne, weil es Ihre Aufgabe ist. Und ich glaube, da Das ist das sprechen. Wesentliche im Leben und Genau. deswegen dafür ist immer Zeit. Ja, genau. Und das freut uns einfach sehr. Gut, also wo schauen wir hin? Wo schauen wir hin? Also, wir schauen natürlich hin, genau da. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten hier. Und es geht darum, wir machen ja viele, viele Erfahrungen als Mensch. Und jeder hat so seinen ganz persönlichen Rucksack. Und ja, jeder geht anders mit um und umso weiter wir gehen, früher oder später kommt jeder, egal welcher Rucksack da hinten drauf ist, an diese Frage nach dem Sinn. Ja, Nach und mit der diesem Auseinandersetzung mit sich selber. Und gibt ja viele, viele Ansätze, viele Seminare, viele Methoden. Ich glaube im Moment, ich weiß gar nicht, so viel hat man noch nie. Ja, es werden immer neue entwickelt, neue Methoden, damit klarzukommen und einfach zu sich zu kommen. Sie haben vorhin schon gesagt, es geht Ihnen ums Erinnern. Ja, das ums Aufwachen, dass wir wieder erinnert werden. Und ja, wie war das bei Ihnen? Ja, Sie haben ja auch irgendwann mal einen ganz normalen Rucksack gehabt, denke ich, so als ganz normales Kind, jugendlicher Mensch. Und ja, wie war das bei Ihnen? Also ich bin eigentlich wach geworden mit 17. Der erste Augenblick des Erwachens, ich hatte die ganz normalen Probleme, die man als 17-Jähriger hat. Ich wollte war verliebt in ein bestimmtes Mädchen, wünschte mir ein Motorrad, ein Auto war nach dem Krieg nicht zu denken natürlich. Aber ich hatte Wochentaschengeld von einer Mark, da hätte ich nicht mal das Benzin für meinen Motorrad bezahlen können, also nicht fahren können. Und da wurde mir schmerzhaft bewusst, ich lebe, ich bin da, ich habe Wünsche, aber ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, nach welchen Regeln läuft das, wie kann ich mir denn meinen Wunsch erfüllen? Bei dem Mädchen komme ich nicht weiter, weil ich zu schüchtern bin. Mit dem Motorrad komme ich nicht weiter, weil ich kein Geld habe. Also, was soll das? Soll ich hier ewig frustriert träumen von Dingen, die ich doch nie kriege? Oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann müsste ein weiser Mann kommen, müsste mich an der Hand nehmen und müsste mir erklären, nach welchen Spielregeln das Leben hier abläuft. Aber der ist nie gekommen. Und zumindest dachte ich das. Und dann habe ich eben selber versucht herauszufinden, wie geht das denn, was kann man denn tun. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, ich gucke die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich habe bei jeder neuen Begegnung geprüft, bist du der Meister, auf den ich warte, der mir hier dieses Spiel des Lebens erklärt. Und war aber keiner, bis ich gemerkt habe, nein, ich muss nach innen gucken. Der Meister ist innen. Und dann habe ich in der Meditation diesen Meister gefunden, auf dem Berg, in einer Hütte, weißer Bart, wie man sich das so vorstellt, saß in einem tollen Sessel, hat mir alle meine Fragen beantwortet und ging ein paar Jahre gut und ich war ganz glücklich, habe endlich meinen Meister gefunden. Meine Fragen, so wie sie auftauchen, werden beantwortet. Und eines Tages stand er auf und sagt, setz dich mal in den Sessel. Und dann sage ich, ich kann mich doch nicht in deinen Sessel, setz dich her, sagt er. Sondern setze ich mich da ganz schüchtern in seinen Sessel. Und dann ging er und sagt, so, du brauchst mich nicht mehr, das ist jetzt dein Platz.
und verschwand. Dann habe ich gedacht, wie ist mein Plan? Ich kann, weiß doch, wen soll ich denn jetzt fragen? Und dann wurde mir bewusst, dieser innere Meister, das bin ich selbst. Ja, ich habe dem nur eine Gestalt gegeben. Und damit ich mit ihm sprechen konnte, ja, und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich das selbst bin, dann müsste ich ja diese Antworten wissen. Und dann habe ich meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet und dann fiel es mir ein. Und dann habe ich gemerkt, ach, so ist Leben eigentlich gedacht. Da braucht man gar keinen anderen, der einem irgendetwas erzählt. Ja. Man braucht nur sich erinnern, wer man wirklich ist, also erwachen zur Wirklichkeit. Und dann begann eigentlich mein Leben. Da begann erst das eigentliche Leben. Mit 17, ja. Aber es ist unglaublich bald, ne? Also wo man, ja, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben. Naja, da tauchten die Probleme eben auf und ich wusste keine Lösungen und suchte eben nach einem Weg. Das heißt, das war der Start und dann, wie ging es weiter? Ja, ich wollte Innenarchitekt werden, das war mir immer klar. Mir machte Einrichtung einfach Freude. Habe ich mein Leben lang übrigens gemacht, in meine Häuser eingerichtet und auch anderen geholfen. Aber damals habe ich bei der Uni angemeldet und da musste man erst einen abgeschlossenen Beruf haben. Okay. Also Schreiner, Brunnenbauer, Zimmermann oder noch etwas weit, Maurer. Ja, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also habe ich Schreinerlehre begonnen und während ich in der Schreinerlehre war, gab es Studiengebühren. Vorher war Studium frei und dann gab es Studiengebühren. 20 Mark im Monat hatten wir nicht, ja, nicht annähernd. Also war ich jetzt in der Ausbildung zum Schreiner und keine Aussicht, Innenarchitekt zu werden, weil Studium konnte ich ist vergessen. So, und da war wieder eine neue Frage und dann aber konnte ich ja die Antwort inzwischen in mir finden. Und dann habe ich eben gefragt, ja, was soll in der Situation, da geht es doch gar nicht weiter, Schreiner, ich will ja nicht Schreiner werden, was mache ich denn? Und dann tauchte die Frage nach der Berufung auf, also das Wort wusste ich damals noch nicht, nach dem Beruf auf, sag, welchen Beruf soll ich denn ergreifen? Und dann kam eben innen drin, Folge deiner Berufung. Sag ich, was ist das denn? Ja, in dem Wort Berufung ist ja der Ruf enthalten. Genau. Also, wozu ruft es dich denn? Da habe ich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll. Ich fühle mich zunächst berufen. Ich habe ja keine Ahnung, welche Berufe es gibt. Ich habe keine Lebenserfahrung, also da bin ich völlig überfordert. Und da fiel mir ein, eine Begebenheit, die scheinbar unwichtig war in der Schule, am Gymnasium, waren Hausaufgaben, mal einen Aufsatz schreiben, die Fliege. Und ich hatte es vergessen und kam selten vor. Ich war ein guter Schüler, aber ich hatte es vergessen an dem Tag. Und der Lehrer kam rein und sagt, so, nehmt eure Aufsätze vor. Und es liest vor Tepperwein. Ich hatte ein leeres Blatt. Und dann habe ich eben von meinem leeren Blatt einen wunderschönen Aufsatz vorgelesen. Klar. Und die meisten in der Schule, die leierten ja so. Die Fliege, die Fliege flog von einem und von anderen und dann wollte das so. Und konnte ich ja nicht, stand ja nichts da. Also ganz langsam, die Fliege. Eines Tages in der Küche war eine Fliege. Sie schaute sich um und so weiter. Und der Lehrer ganz fasziniert sagt, das war ein wunderbarer Aufsatz, das war eine glatte Eins. Komm nach vorne, dass ich dir auf deinen Aufsatz eintrage. Und dann wurde es ein Sechs. Ja, so weil schnell ändern sich die Dinge. Von einem Moment zum anderen, weil ich nichts hatte. Und dann hat er den entscheidenden Satz gesagt, der mein ganzes Leben geprägt hat. Er hat gesagt, aber eins muss man dir lassen. Du kannst gut mit dem Wort umgehen. Und als ich dann später, ein paar Jahre später, erst an meine Berufung dachte und nicht fand, dachte ich, also
Damals hat doch der Lehrer was gesagt, du kannst gut mit dem Wort umgehen. Was kann man denn mit dem Wort machen? Dann habe ich überlegt, was kann man mit einem Wort machen? Da fiel mir ein Vertreter, ja? Da muss man überzeugend reden können. Also wurde ich Vertreter. Aber Okay. nachdem ich mit dem Schreiner fertig, dauerte Ja, noch eine ja. Weile, aber wurde ich Vertreter. Und dann habe ich gemerkt, habe nur 4 Monate gemacht, sehr erfolgreich übrigens, aber habe gesagt, das von Haus zu Haus gehen und dann klingeln und dann unwirsche Leute, nicht schon wieder jemand und so. Das kann nicht mein Weg sein. Dazu bin ich sicher nicht berufen. Was kann man denn noch mit dem Wort machen? Und dann ging eins nach dem anderen. Also lernen kann man mit Ja. dem Wort, Vorträge halten, Seminare geben, Bücher schreiben, später Unternehmensberater beraten, später Heilpraktiker heilen mit dem Wort, alles mit dem Wort. Und so habe ich eine Station nach der anderen durchlaufen gewissermaßen. Und wie ich wieder mir bewusst wurde, war ich Millionär, erfolgreicher Unternehmensberater und sehr gefragt. Und auch das Leben. Ich habe immer auf die Sprache des Lebens geachtet. Ich hatte zum Beispiel, wie kam ich zum Unternehmensberater? Wir hatten eine Boutique, weil ich sagte, ich will nicht mehr Vertreter sein, ich möchte, dass die Leute zu mir kommen. Ja, da muss ich natürlich interessante Produkte haben. Ich war schon verheiratet und meine Frau sagt ja am liebsten natürlich Mode. Da sage ich, das ist mir egal, was, Hauptsache, aber dann muss es natürlich wirklich was Tolles sein, wirklich was Einmaliges. Haben wir dann auch gemacht. Und nämlich, ich bin dann zu den großen Modeschauen gegangen. Und Paris, Mailand, Rom und so weiter, noch Übersee noch nicht. Und hatte ein gutes Gedächtnis, habe dann das, was interessant war, mir geistig kopiert. Man durfte ja nicht fotografieren oder etwas. Habe mir das kopiert, habe Zwischenmeister gehabt, inzwischen die geschneidert haben. Eine Woche später waren die Kleider bei uns in der Boutique. Ja, und jetzt kriegten die Leute Modellkleider für 100 Mark. Ja, also für was ein normales Kleid eben kostet, 98 Mark meistens. Und dann haben wir darauf geachtet, damit nicht so viele, habe ich Filialen eröffnet. Dann kam in jede Filiale jedes Kleid in jeder Farbe nur ein einziges Mal, Wow. sodass die Frau wusste, in diesem Ort hat niemand sonst Dieses dieses Kleid Kleid. in dieser Farbe für 98 Mark. Ja, oh, so. Für Frauen ganz Natürlich war der wichtig. Laden immer voll und eines Tages kam dann die Konkurrenz, der war in der Fußgängerzone, der hatte drei riesen Schaufenster. Wir hatten so zwischen zwei Häusern, das war eine Garage früher, einfach nur 3 Meter, 2 Meter Fenster, 1 Meter Eingang, ja, und ein Schlauch. Und er sagte, Herr Tepperwein, ich komme mit einer unmöglichen Frage. Sie kennen meinen Laden natürlich, ich kenne Ihren. Wann immer ich hier vorbeikomme, ist der voll. Manchmal stehen Leute auf der Straße. Was machen Sie, dass das so läuft? Meiner läuft auch, aber nicht so gut. Ich habe drei Verkäuferinnen, die lackieren sich die Nägel vor Langeweile und so. Also da kommt ab und zu mal einer rein. Was macht Sie erfolgreich? Habe ich ja interessante Frage, aber keine, ich weiß ja nicht. Ich müsste, habe ich spontan gesagt, ich müsste bei Ihnen mal 8 Tage als Verkäufer sein. Da wüsste ich, was machen Sie anders als ich. Ja? Und dann sagte er, würden Sie das tun? Er sagte, also es würde mich jetzt wirklich interessieren, ja, was macht mich mit dem Mikroladen da erfolgreich und Sie mit diesem Repräsentativgeschäft eben nicht so sehr? Und dann sagte er, gut, und was wollen Sie für die Woche haben? Und dann, diese Frage hat mein ganzes Leben wieder geprägt, denn ganz spontan habe ich gesagt, ja, ich weiß ja noch nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Ich möchte kein Honorar, wenn ich nichts bewirken kann. Machen wir doch was ganz Faires. Ich bekomme als Honorar 50% von dem Mehrgewinn des ersten Jahres. Und das war sogar erst das erste Halbjahr. So. Sagt er, ja, das finde ich natürlich fair, weil
Wenn ich nichts gewinne dadurch, brauche ich nichts bezahlen. Und wenn ich was gewinne, dann zahle ich das gern. Aber ich verdiene ja die Hälfte dann auch mit. Ich habe Klar. dann die Hälfte mehr als vor. Also, das ist super fair, sagt er. Da bin ich sofort einverstanden. Also ich habe das gemacht, ich habe gesehen, was der anders machte. Ich habe ihm geholfen, erfolgreich zu werden, meiner eigenen Konkurrenz. Ja. Das ist ja schon Und sehr nach erstaunlich. dem halben Jahr haben wir abgerechnet. Er hatte 124.000 Mark mehr Gewinn. Ich kriegte 62.000 Mark für die Woche. Hätte ich natürlich nie annähernd verlangen können. Ja, klar. Das ist ja Aber vereinbart war war gut, vereinbart. Er hielt sich dran. Und damit hatte ich meine Honorarforderung. Damit kamen auf einmal gleich in der Woche, wie ich wieder zurück war, zwei andere Leute. Einer mit einer Maschinenfabrik. Habe ich gesagt, also von Maschinen habe ich jetzt gar keine Ahnung. Sagt er, brauchen Sie nicht. Ich bin der Fachmann. Sie wissen, wie es funktioniert. Sie müssen mir die Mechanismen erklären. Ja, sachlich weiß ich alles. Sag ich, okay, wenn Sie meinen, das geht, also machen wir wieder fair. Ja, jetzt habe ich schon ein Jahr gemacht, vom halber, vom mehr Gewinn vom ersten Jahr. Sagt er, ja, wenn Sie damit einverstanden sind, das ist, finde ich, super fair, großartig. Dann habe ich über 100.000 verdient mit meiner nächsten Beratung. Und auf einmal kam immer mehr, das sprach sich rum. Ich hatte keine Zeit mehr für meine Läden. Ich habe die verkauft, war Unternehmensberater und hatte ein Konzept, mit dem ich nicht mehr vermeiden konnte, reich zu werden. Und die Das ist Leute gut haben formuliert. gesagt, ja, das finden wir ganz faires Angebot. Sie kriegen gar nichts, wenn es nichts bringt. Waren wir alle zufrieden. Und so bin ich von einer Station zur anderen gekommen. Und eines Tages kam dann auch einer. Ich habe seine Situation analysiert. Er sagt, Konkurrenzdruck und Umstände haben sich geändert. Und ich habe analysiert, habe gesagt, das ist es nicht. Mag sein, dass sich das geändert hat, aber Sie sind alt geworden. Ihre Ehe ist kaputt. Sie sind menschlich angeschlagen. Sie sind krank. Der Schwung ist weg. Ich bin kein Arzt, da kann ich, bin ich nicht der Richtige. Sie brauchen einen guten Therapeuten. Er sagt, ach, ich war schon überall. Sie haben mir nicht geholfen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein besserer Unternehmensberater werden will, werde ich also Mediziner, was geht am schnellsten, Heilpraktiker. Dann bin ich Heilpraktiker geworden, nur um ein besserer Unternehmensberater zu werden. Ja? Und dann habe ich meine Praxis eröffnet, natürlich mich auch beraten, wie eröffnet man eine Praxis, sodass die von Anfang an erfolgreich wird, mit dem Ergebnis, nach 4 Monaten war meine Praxis überfüllt. Ich hatte 80 bis 120 Patienten am Tag, ja, mit drei Assistenten und habe gesagt, nein, eine Gesundheitsfabrik wollte ich nicht haben. Das geht so nicht. Und dann habe ich gesagt, als Notlösung, ja, Hilfsprogramm, ich bin überfordert, mehr als 10 Stunden am Tag mag ich nicht arbeiten. Ich mache Gruppen. Also Gruppe schlank werden wollen, Gruppe Schulleistungssteigerung, Gruppe Eheprobleme, Gruppe. Aus den Gruppen sind meine Seminare geworden. Dann hatte ich keine Zeit mehr für Einzelberatung. Dann habe ich nur noch Seminare gemacht. Und dann kam eines Tages, das Seminarunternehmen war schon sehr erfolgreich. Dann kam die Internationale Akademie der Wissenschaften und wollten mich gerne als Dozent haben. Und dann habe ich gesagt, ja, also weltweit ist natürlich auch interessant mal wieder. Ja, und dann haben die eben auch, ich sag, Honorar mussten wir ja vereinbaren. Ja, wir zahlen üblicherweise, aber bei Ihrem Erfolg wäre das ja ein Rückschritt. Wie können wir das machen? Und dann habe ich gesagt, machen wir es doch, wie ich mit den Unternehmen mache. Machen wir einfach den Erfolg, den ich Ihnen bringe, den teilen wir uns. Ja, waren wieder sehr einverstanden damit. Und dann haben wir weltweit Seminare gemacht. Und ich konnte die Welt kennenlernen und hat mich nichts gekostet. Und ich kam mit 10.000 Mark mehr zurück in der Tasche vom Urlaub, als ich gestartet bin. Und das habe ich ein paar Mal im Monat gemacht. Und auf einmal habe ich wieder so viel verdient, sogar noch mehr als vorher. Und
fand das ganz wunderbar, alles ganz toll. Ja, und auf einmal war ich Dozent. Und so kam das dann. Und das würde ich heute noch machen, wenn nicht eine Botschaft des Lebens, Herzinfarkt, mich aus der Bahn geworfen hätte. Und viele meiner Freunde haben gefragt, hätte nie gedacht, dass dir das passieren kann. Und dann habe ich gesagt, natürlich, mein Körper muss das ja machen. Die Aufgabe des Körpers ist es, wenn irgendwas nicht stimmt, eine Disharmonie ist, eine Botschaft zu schicken, damit man die abstellt. Das ist genau wie beim Auto die Ölkontrolllampe. Ja, das Auto ist ja dann nicht kaputt, sondern das zeigt nur, dass es funktioniert. Und so hat mein Körper mir diese Botschaft geschickt, weil Herzgefühlszentrum, dann habe ich gesehen, ich war eben sehr aufbrausend früher und temperamentvoll, sagte ich. Meine Umgebung sagten jähzornig. Und ich war Kampfsport erfahren. Ich habe nach dem Motto gelebt, bloß keinen Streit vermeiden. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. ja, das hat. Und dann habe ich gesehen, nee, das wird gefährlich. Irgendwann einmal landet jemand nicht nur im Krankenhaus, sondern. Also ich muss mein Temperament unter Kontrolle kriegen und habe das dann, hat wirklich eine Weile waren 2 Jahre, gedauert, bis ich ruhig geworden bin, erst bis 10 zählen, nicht reagieren und so weiter, ganz ruhig. Und alle kennen mich immer gut gelaunt, immer gut drauf, immer in Harmonie, ja, und habe gedacht, diese Lektion, die habe ich toll gelöst, ja, das ist perfekt. Und mein Herzinfarkt hat mich aufmerksam gemacht. Du hast nicht deine Hausaufgaben gemacht. Du hast deine Gefühle eingesperrt. Ja, das ist nicht gelöst. Ich hätte es nicht bemerkt. Ich habe öfter mein ganzes Leben überprüft, wo sind noch Aufgaben, habe die gelöst. Und da, wenn ich an die Gefühle kam, habe ich immer gesagt, das hast du ja erstklassig gelöst, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Im Griff. Und dann kam der Herzinfarkt und ich habe gesagt, oh. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn ich jetzt meine Gefühle, ich kenne die ja noch in der Erinnerung, wenn ich die jetzt freilasse, dann explodieren die wahrscheinlich. Dann habe ich mal mir als Behälter vorgestellt, mal aufgeschraubt und ganz vorsichtig so geguckt. Da saß mein Gefühl ganz traurig, ganz klein in einer Ecke da unten, hat dann hochgeguckt. Und dann musste ich das erstmal wieder groß werden lassen. Und ja, und dann habe ich diese Aufgabe auch gelöst. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist wieder ein ganz neues Leben. Ich hätte ja, wäre ja weiter Dozent geblieben. Die haben ja keine Altersgrenze bei der Akademie. Also hätte ich das weitermachen können. Die hätten mich gerne weiter behalten. Und dann kamen eben die Interviews und das Internet. Und auf einmal habe ich gesagt, ja, früher habe ich mit meinen Seminaren vielleicht 1.000 Leute im Monat erreicht. Jetzt habe ich an schlechten Tagen 2.000, 3.000, die da mich anklicken. Und von zu Hause aus, ja, das ist ja viel wirkungsvoller. Und deswegen mache ich diese Seminare, diese Interviews natürlich. Ja, und auf einmal hat der Wirkungskreis sich vervielfacht. Und so hat sich eins nach dem anderen entwickelt, wenn man auf die Sprache des Lebens hört und einfach sieht, welche Möglichkeit bietet denn das Leben? Weil das Leben spricht ununterbrochen zu uns, ständig. Alles, was geschieht, ist eine Botschaft. Und wenn ich diese Botschaft hinterfrage und verstehe und befolge, dann bin ich im Einklang mit dem Leben und dann brauche ich mich um Erfolg auch nicht kümmern, weil der Erfolg erfolgt ganz von selbst. Als Folge, Wenn ich ja. stimme, stimmt auch mein Leben, dann stimmt auch der Erfolg. Genau, da sind wir aber bei einem Thema, was ja uns auch immer wieder, die Frage kommt ja immer wieder, wie macht man das? Ja, also es gibt ja viele Zeichen und viele sagen, naja, wenn das nicht gleich klappt, dann lasse ich das, dann will das das Leben nicht. Also da gibt es ja, jeder hat ja so andere Theorien dann auch, aber wie haben Sie das gemacht, das immer rauszufinden, was jetzt das Richtige ist? Also Was jetzt Ihr Weg ist? Sie haben wo sich gilt's ja. durchzugehen, wo gilt's durchzuhalten und wo gilt's zu sagen, das ist dann der falsche Weg?
Das gebe ich jetzt auf. Also die innere Weisheit hat mir da die Frage ganz glasklar beantwortet. Sagt, jeder findet seine Berufung innerhalb von einer Minute, indem er sich zwei Fragen beantwortet. Als wir nämlich uns entschieden haben für dieses Leben, in die Begrenzung einer menschlichen Existenz zu gehen, da haben wir ja eine Absicht gehabt, weshalb wir das machen. Und da haben wir auch unsere Berufung mitgebracht. Und wir haben zu Hause dafür gesorgt, und zwei Dinge, dass wir alles können, was wir für diese Berufung brauchen oder lernen können. Und dass es uns also interessiert. Und B, dass es uns Freude macht. Also, jeder braucht nur zwei Listen machen. Was sind meine größten Freuden im Leben? Was sind meine größten Fähigkeiten? Die obersten ein, zwei Freuden und ein, zwei Fähigkeiten zusammen ist meine Berufung. Aus. Aus. Ja, dann findet jeder sofort seine Berufung. Und jetzt kommt es. Wir haben drittens dafür gesorgt, dass das Leben uns Gelegenheit bietet, das zu tun. Also jetzt, wenn ich meine Berufung kenne und schaue auf das Leben, wo kann ich das denn machen, bietet das Leben Möglichkeiten. Und dann erkenne ich, wahrer Erfolg ist erst möglich, wenn ich meiner Berufung folge. Solange ich einer Tätigkeit folge, um Geld zu verdienen, kann ich nicht wirklich erfolgreich werden. Ja, erst wenn ich meiner Berufung folge, bin ich im Einklang mit dem Leben. Und erst wenn ich im Einklang mit dem Leben bin, ist wahrer Erfolg möglich. Und dann verdiene ich auch mehr als mit einer Tätigkeit, die ich mache, um Geld zu verdienen. Würden Sie dann sagen, aber diese ganzen, also es sind ja wirklich verschiedene Arbeiten, die Sie gemacht haben. Ja, es ist ja wirklich, wir haben jetzt gerade gehört, das war ja alles, ja, also von Schreiner bis Worüber Sie noch überhaupt Unternehmensberater. nicht gesprochen haben, die unzähligen Bücher, die Sie geschrieben haben. Das kam mir dann auch irgendwann einmal oder zwischen durch. Ja, das fing so an. Ich hatte damals einen Mentor und hatte ein interessantes Seminar besucht. Es war José Silva. Silva Mind Control, wie man mit geistiger Kraft Leben gestaltet. Und ich habe ihm, meinem Mentor, dann fasziniert erzählt, 2 Stunden, habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit vergeht. Ich war so begeistert noch von dem Seminar. Und er hat mich nicht unterbrochen und hat dann gesagt, so, und jetzt gehst du nach Hause und schreibst darüber ein Buch. Und sag, nee, das kann ich nicht. Also ich habe ja überhaupt keine Vorstellung. Ich weiß gar nicht, wie fängt man an, sagt er. Jeder Autor, der später ganz bekannt und berühmt war, hat irgendwann noch nie ein Buch geschrieben und war Anfänger. Also, und dann hat er mir den Rat gegeben, wie man das macht. Das, was du mir jetzt gesagt hast, das erzählst du deinem Kassettenrekorder und das schreibst du ab. Das ist dein Buch. Ja? Und das war mein erstes Buch, Geistheilung durch sich selbst. Ja, wie man also mit geistiger Kraft diese Dinge macht. Und so habe ich mein erstes Buch geschrieben. Und dann kam natürlich locker gleich ein zweites. Ich war dann Hypnosetherapeut. Mein zweites Buch war die Hohe Schule der Hypnose. Und was ich gerade konnte, machte, habe ich geschrieben. Und jetzt sind wir bei 136 Wow. Büchern. Ja, also, mein Mentor hatte damals 82 Bücher geschrieben. Hab ich gedacht, boah, also, wenn einer fleißig ist, zwei, drei kann er vielleicht schaffen, 82. Ja, hätte ich nie gedacht, war auch nicht ein Vorbild, habe ich gar nicht angestrebt. So viel, ich habe nur immer eins geschrieben und noch eins und immer nur das eine natürlich noch, was jetzt war. Und dann wieder das eine und auf einmal waren da mehrere draus geworden. Das bringt mir jetzt zu einer Frage. Ist es so, weil das waren jetzt durch die Arbeiten, die waren ja irgendwann immer durch oder es war immer fertig oder sie wussten, okay, jetzt ist was Neues dran oder was, haben dann was drauf aufgebaut, es kam dann eine Veränderung. Bei den Büchern ist ja auch so, das haben sie gemacht und darüber haben sie geschrieben und dann war das Buch fertig, dann kommt das nächste. Ist es so? Nein, es war nie, kein Gebiet war je fertig, sondern während ich immer bei jedem Gebiet, ich habe 19 Gebiete durchlaufen in meinem Leben,
Bei jedem Gebiet habe ich gedacht, also wie ich vom Vertreter zum Unternehmer Ja. kam, habe ich gesagt, genau, jetzt kommen die Leute zu mir, jetzt macht es Freude, zur Arbeit zu gehen. Das mache ich mein Leben lang, das ist ganz klasse. Und dann kam Unternehmensberater, habe ich gesagt, ist ja noch toll. Ja, jetzt mache ich das mein Leben lang. Also Okay, ich ja. wollte immer das, was ich machte, mein Leben lang machen. Das war wunderschön. Und dann bot das Leben, öffnete eine Tür durch Zufall, den es nicht gibt. Ja, und dann sag ich, ja, das ist ja noch toller. Oder dann wurde ich eben Heilpraktiker, um ein besserer Unternehmensberater zu werden. Dann war das wieder, habe ich gesagt, heilen ist ja noch schöner als beraten. Also mache ich das jetzt, habe ich meine Berufung gefunden. Und dann habe ich erkannt, Berufung ist bei den meisten nicht etwas, das man erkennt und ein Leben lang macht, sondern für einen Lebensabschnitt ist das die Berufung. Und wenn sich dein Leben ändert, ändert sich deine Berufung. Und wenn es sich wieder ändert, ändert sich wieder die Berufung. Und so sehe ich inzwischen, die Berufung ist also nichts, was man ein Leben lang tut. Das war vielleicht im Mittelalter so, aber heute ist das Leben schneller, wir entwickeln uns schneller und dann haben wir mehrere Berufungen. Aber wenn ich auf das Leben höre, das Leben sagt immer, wenn es Zeit ist, eine Tür zu schließen, und die schließe ich erst, wenn sich eine neue geöffnet hat. Und dann gehe ich den neuen Weg Ja. und denke, jetzt habe ich genau das, darauf habe ich gewartet, das ist das Beste. Also eigentlich wirklich das, was man tut, komplett ausfüllen. Ja, und Zu das 100 war nie zu Prozent, Ende. ja, Ich hätte genau. immer noch erkannt, wie Ja. ich noch mehr Boutiquen und noch bessere Mode und was weiß ich was Genau. hätte machen können. Oder als Unternehmensberater hätte ich neue Gebiete, gab es viel zu lernen, was ich alles noch nicht. Ehe ich das alles gelernt hat, kam schon wieder der Heilpraktiker und dann kam der Dozent. Also ich habe immer Neues zu lernen gehabt, aber das Leben öffnet eine Tür und dann sollten Sie auch nicht in dem alten Raum bleiben, dann sollten Sie eben dem Impuls folgen. Genau. Und das geht ja eigentlich konträr gegenüber der Lebensauffassung von sehr vielen, die viele streben ja nach Konstanz, eben nach genau diesen, das eine jetzt bis zum Lebensende verfolgen, Das ne? habe ich genauso auch. Meine absolute Konstanz ist ständiger Wechsel. Und haben Sie auf Ihrem Weg dann auch so richtige Talsohlen durchschreiten müssen oder das klingt bei Ihnen so, eines hat immer aufs andere aufgebaut und das ging Ging dann immer immer so. relativ reibungslos Was weiter. wäre eine Talsohle? Was Ja, dass Sie zum Beispiel finanziell einmal in so ein Desaster gerutscht sind oder in Das geht nicht. schwierige Zeiten. Nein, wenn Sie die Gesetzmäßigkeiten des Lebens kennen, wenn Ja. Sie wissen, wie man Erfolg verursacht, weil der heißt ja Erfolg, weil er erfolgt. Aber er kann nur erfolgen, wenn etwas vorausgeht. Und das, was vorausgeht, bestimmt das, was erfolgt. Das heißt konkret, am Start, egal was Sie vorhaben, stehen Gewinner und Verlierer bereits fest durch die bisher gesetzten Ursachen. Also wenn Sie starten, haben Sie schon gewonnen oder verloren. Die Verlierer brauchten gar nicht erst starten, es wird eh nichts. Und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil sie ja sowieso schon gewonnen haben durch die Ursachen. Also wenn sie das wissen, Ja. verursachen sie natürlich ihren Erfolg. Und später, wenn sie wieder etwas mehr sich an ihr erweitertes Bewusstsein erinnern, brauchen sie Erfolg nicht mehr verursachen, weil sobald sie erwachtes Bewusstsein sind, also Stimmen, ziehen Sie den zu Ihnen gehörigen Erfolg ganz natürlich in Ihr Leben, den brauchen Sie gar nicht verursachen. Sie sind die Ursache für Ja. das stimmige Leben, in dem Sie dann leben. Und dann sind plötzlich Probleme und Schwierigkeiten und Mangel und Leid und Krankheit nur noch eine ferne Erinnerung an das Leben in der Illusion des Ich. Sie sind erwachtes Bewusstsein und ziehen die Menschen, Dinge, Umstände, Ereignisse und Situationen an, die zu ihrem erwachten Bewusstsein gehören, und da gibt es keine Dellen mehr. Ja, vielleicht können wir da gerade mal, also es waren jetzt zwei Themen. Zum einen das Thema Erfolg. Ich denke, das ist für alle einfach im Moment auch ein sehr, sehr großes Thema oder generell. Aber auch dieses mit dem Problem, ne? Talsohle. Sie haben ja vorhin schon ein bisschen erzählt, es gibt keine Probleme. Und trotzdem sind wir ja in diesem menschlichen Dasein
immer wieder, ne, so, oh, ja, jetzt wird's schwer oder jetzt habe ich ein Problem. Wie gehen Sie damit um? Gar Also, nicht, weil oder es nicht mit den Kunden, vorkommt. ne? Also, wenn jetzt jemand kommt zu Ihnen, Ja. was sagen Sie dem denn? Dann sage ich dem, okay, also jetzt schildern Sie mir Ihr Problem. Ja, wir müssen ja erst analysieren die Ja. Situation, bevor wir eine Aufgabe lösen können, müssen wir die Aufgabe kennen. Also, worin besteht die Aufgabe? Worin besteht jetzt Ihr Problem? Dann schildert er das und dann ist meine Antwort immer die gleiche. Okay, das ist jetzt eine unerfreuliche Situation, die würde ich so nicht bestehen lassen. Die sollte man ändern. Also müssen Sie eine andere Ursache setzen. Aber wo ist das Problem? Er sagt, hören Sie mal, das ist doch sehr bedrückend. Er sagt, ich mag ja sein, aber wenn Sie es doch ändern, ist doch die Situation vorbei. Ja, das ist aber nicht leicht. Er sagt, ja, sagt doch auch niemand, leicht oder schwer gibt es nicht. Ja, Problem oder Geschenk gibt es nicht. Das ist alles ein Urteil des Egos. Der Verstand stülpt über alles sein Urteil, sagt, das ist angenehm, das ist unangenehm, das ist leicht, das ist schwer, das geht schnell, das dauert lange. Für das Leben und für erwachtes Bewusstsein gibt es das alles nicht. Da passieren die gleichen Dinge und das ist so und das ist so und das ist so. Keiner urteilt. Alles ist eine Aufgabe und es gibt nur zwei Möglichkeiten bei Aufgaben. Entweder die Situation ist erfreulich, dann lehne ich mich zurück und genieße sie. Ja. Oder sage, nein, so nicht, das gehört nicht in mein Leben. Dann ist es eine Aufgabe und dann ist es eine Chance zum Besseren. Dann sagt das Leben, das willst du doch so sicher nicht. Ich sage, nee, überhaupt nicht. Also, Moment, und ich gehe immer vom Ideal aus, sage, also das ist jetzt unerfreulich, das kommt so nicht in Frage, das gehört nicht in mein Leben. Wie wäre es denn ideal? Ja, und dann habe ich ja schon Start und Ziel. Der Weg dazwischen ist der Weg, der zurückzulegen ist. Und dann sage ich, was ist der nächste Schritt? Also wie komme ich jetzt zu diesem Ideal? Erreicht man nicht immer. Aber als Ziel ist ein Ideal ideal. Ja, so, dann kommen Sie so weit, wie Sie eben kommen. Da wird es so ideal, wie es Ihnen möglich ist. So. Und dann wird Ihr Leben immer idealer. Und das ist natürlich eine Ursache. Also erleben Sie ein immer idealeres Leben, wenn Sie das machen. Und wo war noch, was waren noch mal Probleme früher? Also oft sind das Das war der Probleme, Startpunkt, die ja, Ausgangssituation. irgendwann sind die mir verloren Ja. gegangen. Es gibt kein, ein Problem ist ein Urteil für eine unerfreuliche Situation. Ja, aber indem ich eine neue Ursache setze, ist es völlig gleich, wie verfahren meine Situation ist. Ja, wie schwierig oder aussichtslos kann die auch ruhig sein. In dem Moment, wo ich eine neue Ursache setze, entsteht eine neue Wirkung. Und die unerfreuliche, aussichtslose, schwierige Situation wird zur Vergangenheit. Also, wo sollte das Problem sein? Jedes sogenannte Problem ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Eine Aus. Chance zum Wachsen, ja. Ja, Aber großartig. es hat mit dem Tun und mit dem Verändern zu tun, ne? Also es muss sich da was verändern, oder? Auf der Und menschlichen Ebene ja. ja. Dann, ein Mensch, ein Ich kann nur etwas bewirken durch Tun. Ja. Und das ist begrenzt durch seine Erfahrung, durch die Möglichkeiten, die gegeben sind. Als erwachtes Bewusstsein tun sie gar nichts mehr. Null. Gar nichts. Ja. Sie ändern durch Sein. Also, ich Durch nehme in bewusstes Sein. Besitz, ich erkenne, unerfreulich, so nicht, Chance zum Besseren, ideal, ideal als Ziel, also mache ich mich auf den Weg, genieße jeden Schritt als Chance zum Besseren, so und komme so weit, wie ich eben komme, dem Ideal näher und auf einmal begegnen Ihnen nie wieder ein Problem, sondern nur noch Chancen zum Besseren oder erfreuliche Situationen aus. Mehr gibt's nicht. Das heißt, ich hole mir aber dieses Ziel, dieses Ideal voll her. Das heißt, dass ich es wirklich verinnerlicht. Also wir hatten es ja vorhin von Vorstellung, ne? Also es wird ja oft, du musst dir dein Ziel manifestieren. Das heißt, du musst dir es vorstellen. Da haben Sie ja vorhin schon was Schönes drüber gesagt, über dieses Vorstellen von dem Ideal, von dem Ziel. Aber das reicht ja nicht, sondern
Ich muss es ja spüren. Ich muss es verinnerlichen. Ja. Ich muss es, ich nenne es, geistig in Besitz nehmen. Mhm. Das heißt also ganz konkret, ihr So-Sein ist ein Energiefeld mit einer einmaligen Schwingung, ja, wie eine Handynummer, die haben nur Sie, durch Ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Prägungen, die entstanden sind, ja, es hat niemand sonst auf der Welt, nur Sie. So. Und dieses So-Sein, ich nenne es Ihre energetische Signatur, die senden Sie 24 Stunden am Tag aus und das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Das heißt, jeder erlebt genau das Schicksal immer, was seinem So-Sein entspricht. Das kann er nicht ändern. Das ist ein Gesetz. Aber er kann jederzeit sein So-Sein ändern. Und in dem Moment, das kann er von einem Moment zum anderen. Sie haben eben gelächelt. Das hat Ihre Schwingung schon, Sie auch. Das hat Ihre Schwingung gerade verändert. Ein bisschen. Ja? Und jetzt haben Sie ein bisschen erfreuliche Zukunft gerade verursacht. Ja? Und wenn Sie das, diese Gesetzmäßigkeit erkannt haben, dass Ihr So-Sein praktisch Ihr Dauerauftrag ist an das Leben, dann kommt irgendwann die Erkenntnis, dass Sie sagen, ja, ich kann mir gar nicht mehr leisten, nicht gut drauf zu sein, weil damit verursache ich ja eine Zukunft, in der ich nicht gut drauf bin oder gar mich zu ärgern. Yeah. Ja, haben Sie sich schon mal geärgert irgendwann? Ja, ja, habe ich schon. Nein. Oh, einmal. Das schon so Situationen. Ist lange her, kann mal vorkommen. Ja, okay. Die meisten Menschen halten das für normal. Ja. Es ist auch normal, aber deswegen nicht richtig. Mhm. Denn in dem Moment, wo ich mich ärgere, ja, erstens gibt es keine ärgerlichen Situationen, über die man sich ärgern müsste, sprechen wir gleich drüber. Aber wenn ich mich ärgere, verursache ich damit eine Zukunft, über die ich mich ärgern muss. Mhm. So. Also eine Zukunft, die ich nicht haben will. Also so im Sinne von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Na, das ist nicht selbst, das ist selbstverursacht. Selbstverursacht, ja? Genau. So. Also ich drücke auf den Knopf ärgerliche Zukunft oder, ja, also dann merke ich, Moment, jetzt, also mein So-Sein von jetzt ist meine Realität von morgen. Mhm. Also um morgen brauche ich mich nicht kümmern, um gestern brauche ich mich nicht kümmern, nur im Moment jetzt. Ich muss jetzt stimmen. Wenn ich jetzt stimme, verursache ich jetzt eine stimmige Zukunft. Wenn ich jetzt das als Chance zum Besseren nutze, verursache ich eine bessere Zukunft. Wenn ich jetzt in Harmonie bin, verursache ich eine harmonische Zukunft. Also ich brauche mich nur um das Jetzt kümmern, um diese 3 Sekunden, die wir jetzt nennen, und ich bin Meister der Zukunft. Ja? Ja. Ah, da geschieht die Zukunft. Ja. Nur darum muss ich mich kümmern. Ich muss nicht ein besserer Mensch werden oder tolle Eigenschaften entwickeln. Nein, diese 3 Sekunden jetzt, die müssen stimmen. Und so stimmig, wie die jetzt sind, wird meine Zukunft aus. Das ist das ganze Geheimnis. So. Und wenn Sie das wissen, dann, und Sie, es kommt wirklich mal ein Ärger, ja, dann sofort umerleben und ändern. Und ich sage immer das gleiche Beispiel beim Ärgern, weil das jeder kennt, die Situation. Stellen wir uns mal eine sogenannte ärgerliche Situation vor. Mhm. Also Autofahren. Sie fahren auf der Hauptstraße, Sie fahren rechts, Sie fahren 50, die Sonne scheint, Ihr Leben ist in Ordnung, Sie sind gut drauf, Sie pfeifen ein Liedchen und da kommt einer von links und nimmt Ihnen die Vorfahrt und in einer Notbremsung schlittern Sie ganz dicht dran, aber nichts geschieht, der fährt weiter, der hat es vielleicht nicht mal bemerkt, ja, und Sie ärgern sich, ja, schlimmer noch, Sie fahren ja irgendwo hin. Und der Ärger ist schon leicht abgeklungen. Und dann erzählen Sie, stell dir mal vor, was mir eben passiert ist. Und dann ärgern Sie sich nochmal. Und abends, Sie haben den Ärger schon vergessen, hoffentlich, kommen Sie nach Hause und Ihr Partner oder Partnerin sagt, nun Schatz, wie war dein Tag? Da fällt es Ihnen wieder ein und Sie ärgern sich nochmal. Also Sie wärmen das auch noch ein paar Mal auf. Das ist natürlich der dümmste Umgang mit einer sogenannten ärgerlichen Situation. Und jetzt nehmen wir die gleiche Situation. Ja,
Wieder Hauptstraße, rechts, 50, Sonne, Lädchen. Wieder kommt der, wieder Notbremsung. Und jetzt aber gehen Sie weise damit um und sagen, Donnerwetter. Damit konnte ich doch jetzt überhaupt nicht rechnen. Trotzdem habe ich schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall vermieden für uns beide, Lauferei mit der Werkstatt, Wertminderung am Auto, vielleicht sogar Krankenhaus, Schmerzen, Operation, alles nur, weil ich schnell und richtig reagiert habe. Und Sie freuen sich, und wenn Sie am Ziel sind, sagen Sie, stell dir vor, was mir eben passiert ist, aber schnell und richtig, freuen sich nochmal. Abends freuen Sie sich nochmal. Ja, ist die gleiche Situation. Es ist anders. Nur ein weiser Umgang. Und wenn Sie das jetzt 21 Mal wiederholen, dass Sie sich ärgerliche Situationen vorstellen und erleben, wie wäre denn jetzt ein weiser Umgang damit, denn in der ärgerlichen Situation können Sie es vergessen. Da ärgern Sie sich. Also vorher. Und wenn Sie das jetzt 21 Mal gemacht haben, wird damit das Ärgerprogramm im Unterbewusstsein gelöscht und wird überschrieben mit dem neuen Programm weiser Umgang mit schwierigen Situationen. So. Und auf einmal gibt's keine ärgerlichen Situationen mehr. Ich habe mich zum Beispiel das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Und ich habe nicht vor, das jemals wieder zu tun. Ja? Und damit verursache ich natürlich auch keine ärgerliche Zukunft. Damit erspare ich mir, das alles das wieder zu lösen und so weiter. Bin befreit aus dem Hamsterrad und all das. Also es ist eigentlich ein Schritt, der ist unverzichtbar. Den muss jeder gehen, weil der Preis für Ärger, für schlecht drauf sein, für schlechte Laune, für unsympathisch sein, der ist einfach zu hoch. Ja, genau. Den kann man sich eigentlich nicht leisten. Eben. Aber die meisten Menschen leisten ihn sich und zahlen den Preis. Genau, zelebrieren das richtig gehen. Ne? Aber irgendwann werden sie wach und werden vernünftig und weiser und gehen weise mit den Dingen um und plötzlich sagen sie, wo sind denn all die Probleme, die ich früher hatte, kommen nicht mehr vor. Das heißt, es gilt, da einfach zu verändern. Genau, in diese Bewusstheit reinzugehen. Da sollte man den Menschen helfen. Also man könnte es, wie gesagt, mit einem Satz sagen, wach auf, erinnere dich, wer du bist und lebe als der, der du bist. Das wird die Ursache für ein ganz anderes Leben und von einem Moment zum anderen lebst du wirklich märchenhaft. Und so ist Leben eigentlich gedacht. Das war's. Es wäre ganz einfach. Aber nicht leicht. Aber der Verstand sagt, ja, da gibt's ja Gewohnheiten, das sitzt ja ganz tief. Ja, auch der Verstand braucht ja immer einen Knochen, an dem er rumnageln kann. Auch Gewohnheiten sind ja nichts anderes als Programme im Unterbewusstsein, die durch ständige Wiederholung verankert sind und die durch ständige Wiederholung gelöscht werden können. Ja. Und ich installiere eine neue Gewohnheit, nämlich weise umzugehen mit einer ärgerlichen Situation oder mit was auch immer. Ja, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Mit neuen Erfahrungen, die alten überschreiben mehr oder weniger, immer und immer wieder. Oder zum Beispiel Beziehungsprobleme. Viele sagen, ja, das kann man ja nicht vorhersehen, die kommen. Denn da kommen keine Probleme. Da kommen Aufgaben. Das heißt also plötzlich, was auch immer, ihre Frau verliebt sich in einen anderen. Ja, Beispiel. Oder sie verlieben sich in eine andere. So. Das ist ungünstig. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale, passiert fast jedem, eine ganz normale Aufgabe, die das Leben stellt. Und jetzt kommt es darauf an. Lieben Sie sich wirklich, dann nehmen Sie sich bei der Hand physisch und sagen, Schatz, ich habe mich hier verliebt, wie gehen wir damit um? Ja, und mir ist das natürlich passiert und wir haben immer Offenheit vereinbart, also meine Frau hätte das nie merken können, ich oder vielleicht doch, aber ich habe sie jedenfalls gesagt, da hatte sie es noch nicht gewusst und dann habe ich gesagt, wie gehen wir jetzt damit? Das ist ja eine Wirklichkeit. Ja, einfach nur Augen zu und ist keine Lösung. Das besteht, das ist eine Energie. Wie gehen wir damit um? Das heißt, unsere Gemeinschaft bleibt bestehen. Die wird nicht in Frage gestellt, aber
da muss jetzt was passieren. Und dann hat sie aus ihrer Sicht die weise Frage gestellt, ändert das irgendetwas an unserer Beziehung? Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht. Das ist eine zusätzliche Aufgabe, vielleicht ein Geschenk, ein Problem, keine Ahnung, eine Wirklichkeit. Dann hat sie gesagt, wenn das unsere Beziehung nicht verändert, interessiert es mich nicht. Und dann bin ich dem nachgegangen und nach ein paar Wochen war das erledigt. Das war lediglich noch einmal, ich war schon ein bisschen fortgeschritten im Alter, ja, da war eine ganz junge Frau, wunderschön übrigens, ja, die hatte sich in mich verliebt und war zu allem bereit. Und ich habe gemerkt, nein, das ist unerschütterlich, das ist da. Brauche ich eigentlich nicht, ich wollte nur, das war die Eitelkeit des Egos, geht das noch? Ja, kann ich, will ich doch gar nicht. Das hier, das ist das, was zu mir gehört und da bedanke ich mich für das Geschenk, was mir das Leben macht, aber brauche ich nicht. Dann war es erledigt und wir hatten kein Problem, ja, dadurch, dass wir beide weise damit umgegangen sind. Ja, und vor allem mit dieser Offenheit dann. Hätte zur Scheidung führen können. Ja, klar. Ja, oder zu einem Knacks, hätte meine Frau sagen können, ich hätte nie gedacht, dass du mir das antust. Mhm. Dabei hätte ich ihr das gar nicht angetan. Ich hätte das mir angetan, ja, aber hatte ja mit ihr gar nichts zu tun. Aber sie hätte, ein Ich bezieht das sofort auf sich und sagt, damit kann ich nicht zurechtkommen. Also jetzt bin ich ganz tief seelisch verwundet, getroffen und das, die Basis unserer Beziehung ist kaputt, die hast du zerstört und so weiter. Wo liegt das dran, dass, weil das ist ja eigentlich das Gängige, was Sie jetzt erzählen, ne? So, das ist eigentlich das Gängige, was dann passiert, ja? Also dieses, man ist geknickt, die Beziehungen haben Knacks und also das Ganze. Das Menschsein, ganz genau, normales das ist dieses Menschsein. Aber warum ist es so, dass wir diese Dramen so lieben? Oder dieses, weil es ist ja schon, man macht eigentlich Dinge schlimmer. Also man ist dann nimmer in diesem normalen, ich gucke mir das mal an, ja, und was machen wir draus? Ja, also das heißt, ich gehe in das, das ist eine Herausforderung jetzt, wie gehen wir damit um, wie Sie das ja gemacht haben, ne? Das ist ja nicht der gängige Weg. Weil wir die Distanz nicht haben. Wir sind mitten im Problem und wir haben damit ein Problem. Und das Problem, das eigentliche Problem, ist nicht die mögliche Untreue, oder, sondern dass ich noch immer in der Illusion des Ich bin. Und ein Ich ist egoistisch, es bezieht alles auf sich, das ist ganz normal. Aber das Ich gibt es gar nicht. Ich kann nicht sagen, wie das Ich entstanden ist, wie diese Illusion entstanden ist. Mein Körper mit dem Verstand und mit meiner Persönlichkeit, die erleben mein Leben. Ja, ich bin ja nur der Beobachter. Und weil die mein Leben erleben, bilden die sich ein, sie seien der Erlebende. Genau. Ja, sie erleben es ja. Sie wissen von mir nichts. Ja, genau wie das Auto nichts vom Fahrer weiß. Es weiß nicht, ohne den Fahrer könnte es gar nicht fahren. Es weiß es nicht. Es fährt ja und alles ist gut. Ja, also das Erfahrungsinstrument bildet sich ein, es sei der Erfahrende. Das ist die Illusion des Ego. Und solange ich darin lebe, dann beziehe ich alles auf mich. Untreue verletzt mich. Ja, wenn du doch die Chance hast, mit mir zusammen zu sein, dann darf dich nichts mehr sonst interessieren, dann musst du nur noch auf mich schauen und so weiter. Ja? Aber das ist nicht die Wirklichkeit des Lebens. So ist Leben nicht. Ja? Sondern Leben stellt uns immer wieder mal Aufgaben und sagt, okay, wie gehst du jetzt damit um? Als ich gekränkt, beleidigt, verletzt? Oder als du selbst? Als Chance zum Besseren? Ja, miteinander, weise? Dann ist da kein Problem. Und auf der anderen Ebene, beim Ich, ist das Problem nicht zu lösen. Ja, es gibt keine Lösung dafür. Ja, das hat die Basis unserer Beziehung zerstört, auf der Ich-Ebene. Yeah. Ja. Das ist nicht reparabel. Und jedes Mal muss ich jetzt befürchten, wenn du wieder mal was später kommst, dass da doch wieder was war und so weiter, dann bleibt das Misstrauen
Alles Ich-Probleme. Die sind nicht wirklich existent. Aber das Ich macht sich Sorgen. Weisheit der Sprache. Ich mache mir Sorgen. Da sind gar keine. Ja. Ich mache mir welche. Aber da bewegt man sich ja ganz, ganz lange da drin in diesem Feld. Ja. Und das ist wichtig. Mhm. Und das ist richtig. Warum machen wir das? Kehren wir nochmal zurück. Wir sitzen auf Wolke 17. Ja. Und wir müssen ja einen Grund haben. Warum soll ein vollkommenes Bewusstsein in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gehen und tut sich das an? Ja, warum? Weil das einfach. Zu Hause, wir sind vollkommen. Ja. Wir können da unten nicht vollkommener werden. Das ist auch nicht unsere Absicht und unser Ziel. Wir sind vollkommen. Aber alles um uns herum ist vollkommen. Vollkommenheit ist nicht mal ein Wort. Das gibt es da gar nicht. Alles ist so. Ja? So. Wenn ich also jetzt weiß, ich bin vollkommen. Aber wie merke ich das denn? Ich brauche den Spiegel der Unvollkommenheit. Erst im Gegenteil kann ich erkennen, aha, so bin ich. Und wenn ich aber jetzt vollkommen bleibe und gehe nur runter und gucke in den Spiegel und sage, unvollkommen, ach so, jetzt erkenne ich, dann bin ich gleich wieder weg. Ja, dann bin ich noch eine Stunde wahrscheinlich wieder zu Hause und sage, dann bin ich nicht bewusst vollkommen geworden. Das heißt, meine Aufgabe ist, von der unbewussten Vollkommenheit, in der ich bin, über die bewusste Unvollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit zu kommen. Das heißt, ich vergesse meine Vollkommenheit. Weiß nichts mehr davon. Bin ein Mensch, ein Ich. Und jetzt habe ich die Chance, mich A, dafür zu entscheiden. Erstmal zu erkennen, das gibt es. Ja, so will ich nicht. Ich will besser mich dafür zu entscheiden und kann Schritt für Schritt meine Vollkommenheit, die immer noch da ist, natürlich wieder erinnern. So. Jetzt, dadurch, dass ich sie vergessen habe, kann ich sie erst wirklich erinnern. Jetzt erfahre ich sie Schritt für Schritt wieder, erlebe sie, bis ich sie wieder ganz in Besitz genommen habe. Und dann passiert das Wunder. Wenn ich die letzte Unvollkommenheit losgelassen habe, bin ich bewusst vollkommen. Habe meine Absicht erfüllt, bereit für die nächste Dimension, kann nach Hause gehen. Aufgabe optimal gelöst. Deswegen sind wir in der Illusion des Ich und vergessen unsere Vollkommenheit, damit wir eine Chance haben, sie uns danach zu sehnen. Die Sehnsucht bleibt ja immer. Ja. Ja, und uns dem zu nähern und teilweise zu verwirklichen und zu scheitern. Alles das gehört dazu, bis wir sie wieder ganz in Besitz genommen haben. Ein wunderbarer Weg. Nur in der Illusion des Ich nicht immer angenehm. In dem Moment, wenn man noch voll drinnen steckt. Aber sobald Sie wissen, was da geschieht, wenn Sie voll bewusst sind, sagen Sie, ja, wo ist das Problem? Da geht man durch die Erfahrung durch, die ist doch hilfreich, ja? Da kommst du zur bewussten Vollkommenheit, das ist doch herrlich. Ja, da sieht das ganz anders aus, aber im Ich sind Sie nicht vollkommen und Sie wissen nichts davon und Sie haben ein Problem oder viele. Und sie wissen keine Lösung, keinen Ausweg und sie sind beleidigt, gekränkt, verletzt und was weiß ich was. Ja, alles das gehört dazu, damit sie sagen, nein, so geht's nicht, ich will endlich mal, da muss es doch noch mehr geben. Und dann machen sie sich auf die Suche und dann am Ende der Suche finden sie sich selbst, die eigene Vollkommenheit. Und sagen, was habe ich es mir schwer gemacht auf dem Weg? Ja, das ist schon manchmal so gefühlt ein noch schwerer machen, als es eigentlich ist. Ja. Das ist. Und trotzdem hat man ja einfach Aufgaben, Sie sagen Aufgaben oder Herausforderungen zu lösen. Es ist ja, wir haben vorhin von Berufung gehabt und wir haben immer wieder Kunden auch, da geht es dann um Berufung, dann ist das eigentlich klar. Solange das im Nebel ist, hat man oftmals gar kein Problem. Ja, dann ist das ja alles, man sucht ja, man guckt und das ist ja das spannend und interessant. Dann ist klar, ja Mensch, eigentlich ist es doch logisch, ja, wenn man das mal ein bisschen eins und eins zusammenzählt. Sie haben es vorhin so schön mit den zwei Listen erklärt, die Berufung. Und
dann geht es darum, ja, dann müsste ich ja was verändern. Ja, oder dann ist es plötzlich vielleicht auch sehr groß oder dann gibt es noch keine klare Form. Ja, wie bringe ich das in eine Form? Also oftmals kommt ja dann echt auch so eine Angst mit dieser Berufung. Nur als Mensch. Nur ja, als Mensch, ist, ja. Die Frage ist ja meine Entscheidung. Ja. Will ich weiter als Mensch damit umgehen, dann gibt es eigentlich keine wirkliche Lösung dafür. Mhm. Genau. Weil das Problem ist das Ich. Ja, genau. Ja, nicht der Beruf oder die Veränderung oder die Angst. Mhm. Das sind nur Folgen davon. Genau. So. Also muss ich mich immer wieder entscheiden und das Leben bietet mir da gerade eine Gelegenheit, öffnet eine Tür, sagt, willst du dich weiter mit dieser Illusion des Ich rumschlagen, wo es da eigentlich gar keine wirkliche Lösung gibt für dein Problem? Genau. Oder bist du bereit aufzuwachen und dann ist das Problem nicht mehr existent? Dann ist es selbstverständlich, weil dann erkennt die gleiche Situation wieder, sie erkennen plötzlich ihre Berufung, ja, aber als Bewusstsein und dann wissen sie, wenn ich jetzt in meiner Tätigkeit bleibe, das ist falsch. Mhm. Ja? Berufung ist das, was stimmt. Das ruft. In dem Moment, wo ich das erkannt habe, muss ich dem folgen. Weil bis dahin habe ich es ja nicht gewusst. Das war Welpenschutz. Also ich bin in der Dummheit. Ja? Keine Ahnung, mach halt genau. Das, was ich kann, so, was sich ergibt. Aber in dem Moment, wo ich erkenne, das ist jetzt meine Berufung und ich tue es nicht, verursache ich Disharmonie. Ja, genau. Das wird schwierig. Mhm. Ja, also es gibt gar keine Wahl. In dem Moment, wo ich es erkenne, ich habe es jedes Mal befolgt, dann, wenn ich die Tür geöffnet habe, ich sage, okay, da gehe ich durch. Ja, das will ich wissen. So, und dann entdecken sie, da ist gar kein Problem. Und die Angst habe ich, habe ja keine Angstbewusstsein, sondern mein Verstand, mein Ego hat Angst. Das fühlt die auch richtig. Klar, aufgrund seiner begrenzten Erfahrung erscheint die Situation schwierig oder unlösbar. So, aufgrund meiner Situation als erwachtes Bewusstsein erkenne ich die gleiche Situation. Ich muss gar nicht erkennen, ob die lösbar ist. Ja. Wenn das Leben diese Berufung mir aufzeigt, dann stimmt die ja. Und wenn sie stimmt, dann kann ich nur stimmen, indem ich ihr folge. Also gibt es gar nichts zu entscheiden, sondern zu vertrauen. Ich muss zwingend das jetzt tun. Mhm. Und dann kann ich mich, ich kann dem Leben vertrauen. Das Leben führt mich nie in eine Situation, der ich nicht gewachsen bin. Das Leben führt mich nie in eine Aufgabe, die ich nicht lösen kann. Und so weiter. Also dann kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, aber da es stimmt, muss ja auch das, was folgt, stimmen und da verlasse ich mich drauf und dann stimmt's dann auch. Aber das ist in diesem Menschsein, da gibt es ja wirklich keine Lösung. Das heißt, da ist der Zweifel dann da, ob die das Angst, auch klappt, die Angst, ne? Also da kommen ja ganz viel dieser Cocktail, ne? Und das da bleiben ja viele dann davor stehen. Das heißt, eigentlich ist klar, was ich machen sollte, ja, weil da weiß ich, das ist das, was mir Spaß macht, was ich kann, wo ich mich spüre. Ja, ne, also einfach, was mich erfüllt. Und das ist halt der Weg, der aber sicher ist. Ja, der Weg, der sicher ist, ist der unsichere Weg. So menschlich gesehen. Menschlich gesehen, geht es nicht dann um meine Berufung, um die Entscheidung, sondern es geht um die Entscheidung, als wer lebst du jetzt weiter. Ja, genau. Wenn du weiter im Menschsein bleibst, gibt es keine Lösung. Genau. Ja, da scheiterst du daran. Und wenn du jetzt aufwachst und folgst deiner Berufung, kannst du deinen Erfolg nicht mehr vermeiden. Mhm. Ja, weil du plötzlich stimmst, dann stimmt auch dein Leben, dann stimmt auch das, was erfolgt. Mhm. Dann yeah. erfolgt auch der Erfolg. Mhm. Also die Aufgabe ist immer wieder nicht, was offensichtlich ist, die Berufung oder die neue Beziehung oder die Krankheit oder was auch immer, sondern als wer erlebst du das? Das entscheidet den Weg. Mhm. Also es geht mehr denn je, wirklich in dieses Bewusste reinzugehen und, wie Sie sagen, sich zu entscheiden. Einfach als wer will ich das Leben? Ja, eigentlich ist nicht zu entscheiden. Das eine ist die Lösung, das andere ist sie ganz sicher nicht. Was will ich da entscheiden? Ja, das,
dass ich sage, du, was du hast, weißt du, das ist nicht immer angenehm, aber damit kommst du zurecht. Genau. Also bleib da lieber drin. Wer weiß, was kommt. Ja, eben. Genau. Und das Bewusstsein sagt, ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass es stimmt. Also vertraue ich dem und dann gehe ich den Weg. Und das ist ihre Entscheidung. Genau. Also da eigentlich wirklich jeden Mut machen. Ja, absolut. Dem zu vertrauen und dem nachzugehen und diesen Schritt nach hinten zu gehen, von dem Sie ja gesprochen haben. Ja, und dem sagen, starren Sie nicht immer auf Ihre Berufung oder auf die Beziehung oder auf das Symptom, sondern auf das, worum es eigentlich geht. Ja, das ist die Aufgabe, die das Leben Ihnen stellt. Das ist nur der Anlass, die Form, die es jetzt benutzt, um Sie aufmerksam zu machen. Und das Aufmerksammachen vom Leben erfolgt dann halt von Jahr zu Jahr heftiger. Ne? Ja, wenn ich nämlich, wenn das Leben eine Tür öffnet und ich gehe nicht durch, zwinge ich das Leben zum Nachhilfeunterricht. Ja. Ja, vorher war Welpenschutz. Ja. Ich habe es ja nicht gewusst, keine Ahnung. Dummheit, schützt. Aber in dem Moment, wo ich ein bisschen aufwache und weiß, was zu tun wäre und tue es nicht, tue ich bewusst das Falsche, sagt das Leben. Das hat natürlich Folgen. Ja, wenn du bewusst das Falsche tust, dann erlebst du bewusst die Konsequenz. Das tut weh. Mhm. Das ist Nachhilfeunterricht. Nachhilfeunterricht, das klingt gut. Ja, und das ist das, was viele erleben. Ne? Also die Tür ist einen Spalt aufgegangen. Viele haben schon eine Ahnung oder haben schon etwas erlebt, aber gehen den Weg dann nicht weiter. Ne? Also das Leben bietet immer, ohne Ausnahme, zuerst den königlichen Weg der Erkenntnis. Sagt, du kannst das also erkennen und dem folgen. Aber wenn ich den Weg der Erkenntnis nicht gehe, zwingt mich das Leben zum Weg der schmerzhaften Erfahrung. Dann muss ich es durcherleben. Aber die Hausaufgaben müssen gemacht werden, so oder so. Ja. So oder so. Drücken geht nicht. Und was? Das ist immer der leichtere Weg, zu Bewusstsein zu kommen, den Weg der Erkenntnis zu gehen. Ja. Was ist, wenn auf dem Weg kommen ja doch mal so Stolpersteine und wir erleben dann Menschen, die dann sagen, ach, naja, das ist jetzt zu beschwerlich und dann soll es vielleicht nicht sein. Vielleicht sollte ich dann doch was anderes machen. Also wir merken momentan ganz viele Menschen, die so kippeln dann. Ne? Eigentlich ist klar, es geht in die Richtung, dann geht es aber nicht gleich so voll, ne, Autobahn durch und dann kommen die sofort ins Strudeln. Sind wir aber eigentlich wieder beim grundsätzlichen Thema. Ein erwachtes Bewusstsein, strudelt nicht. Also, Sie stehen wieder dann vor der gleichen Stolperstein, macht nur aufmerksam, du gehst noch immer in der Illusion des Ich, den richtigen Weg, aber in der Illusion des Ich. Du hast noch den Rucksack der Vergangenheit an. So geht das nicht. Du musst den Rucksack der Vergangenheit ausziehen, lass die vergangen. Alles, was länger als 3 Sekunden her ist, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ja, das ist einfach nur vergangen. Es kommt sowieso nicht wieder, das muss nicht therapiert werden. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Schwere Kindheit. Na und, wenn einer zu mir kommt und sagt, Herr Töppermann, ich hatte so eine schwere Kindheit. Da soll ich sein, so froh, dass sie vorbei ist. Ja, weißt du, warum schleppen Sie die immer noch mit sich rum? Die ist doch vorbei, dann lassen Sie doch bloß vorbei sein. Ja. Das ist alles, was du, aber die Aufgabe ist immer, das Leben sagt, willst du weiter versuchen, als ich das zu lösen? Dann ist es aussichtslos, dann gibt es keine Lösung, ja. Es ist nur schwierig. Oder benutzt du endlich diesen Stolperstein, um aufzuwachen? Sag, hoppla, wer ist denn da gerade gestolpert? Ich selbst kann ja nicht stolpern. Also ist das ich, also bin ich immer noch im Ich. Boah, nee, das kann ich mir nicht leisten, das mit mir rumzuschleppen. Dann werde ich jetzt wach. Danke, Stolperstein, dass du mich aufmerksam gemacht hast. Jetzt habe ich es kapiert und bin bei mir selbst angekommen. Ja, eigentlich kommt es immer wirklich auf das Gleiche raus. Genau, ja, auf dieses also Erwachen, auf dieses das Leben, bewusste Werden. Beim Leben geht es immer nur um das. Und jetzt gehen wir wieder mal zurück, warum wir hergekommen sind. Mhm. Das einzig Wesentliche im Leben ist das Erwachen zu sich selbst. Alles andere sind Hilfsmittel. Das ist die einzige Aufgabe. Deswegen sind Sie hergekommen, deswegen haben Sie die Beschwernis einer menschlichen Existenz auf sich genommen, was für ein vollkommenes Sein sicher eine bedrückende Situation
ist aber unverzichtbar, wenn ich in den Spiegel der Unvollkommenheit schauen will. Also dann sollte ich das Bedrückende so schnell wie möglich beenden und zum Bewusstsein kommen. So. Mich selbst dann wieder so zu erleben, der ich dann wirklich bin. Eben, und wenn ich wirklich zu mir ganz erwacht bin, also ganz vollkommen geworden bin und bin noch da, dann ist das wieder eine Botschaft des Lebens. Du wirst hier noch gebraucht, jetzt als Lehrer, ja, als Beispiel, ja, dass du zeigen kannst, wie einfach das ist, worum es wirklich geht, dass denen, die ein bisschen aufgewacht sind, aber in der neuen Welt noch gar keine Orientierung haben, ja, weil die alten Erfahrungen jetzt nicht mehr brauchbar sind, denen einen Weg zu zeigen. So. Und zwar so lange, wie du bereit bist dazu, das zu tun, wenn du sofort, wenn du fertig bist, nach Hause willst, das Leben respektiert das sofort, wenn das Bewusstsein entscheidet, sagt, ne, ich bin froh, dass ich jetzt voll erwacht bin, nichts wie heim, dann sind sie weg, dann verlassen sie einen vollkommen gesunden Körper und die Medizin steht vor einem Rätsel, sagt, plötzlich unerklärlicher Herztod, vollkommen gesund, mitten aus dem Leben gerissen, wir haben keine medizinische Erklärung dafür. Ja, sie haben gesagt, nee, ich will jetzt heim, also soll das ja ein anderer machen, ich nicht. So, dürfen sie, ja, ist ja ihre Entscheidung, sie gehen nach Hause. Oder sie sagen, wie ich wäre schon längst gestorben, ich wäre ja mit dem Herzinfarkt gestorben. Ich habe also nur verlängert und habe gesagt, nee, okay, wenn ich jetzt so weit bin, dann mache ich das natürlich und sage so viel wie möglich noch Bescheid. Das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ist eine wunderschöne Aufgabe. Nicht immer bequem, aber sehr erfüllend. Ja, aber es ist auch schön, ne? Dieses nicht immer bequem. Das ist für ein erwachtes genau. Bewusstsein überhaupt kein Maßstab. Ja, ja. Ob das schwer ist oder ja, leicht. Ja. Zum Zahnarzt gehen ist auch keine reine Freude. Aber ja, sie gehen hin, weil es stimmt. Ja, weil das, was folgen würde, noch schlimmer wäre. Also lieber in Ordnung bringen. Und genauso machen sie das als selbst. Es ist kein Hindernis mehr, das ist unangenehm oder bedrückend oder schwierig, sondern stimmt oder stimmt nicht aus. Und wenn es stimmt, dann ist klar, was getan wird. Und wenn es nicht stimmt, dann ist auch klar, was getan wird. Es kommt gar nicht erst in Frage aus. Ja, genau, weil oftmals hat man ja so bei, ne, in spirituellen Kreisen dann dieses, ja, wenn du bewusst bist, wenn du erwacht bist, ne, dann ist ja oft so diese, das sind dann die schweben, ne, die so keinen Alltag mehr hinkriegen, die müssen auch gar nichts mehr arbeiten und, aber das ist, wird dann oft so, die sind im Ich geblieben, so, die sind nur ganz oben. Ganz genau. Ja, genau, ne, also, wo ich denke, das ist nicht stimmig. Nee, ich sag ja, immer, das ist Ego mit Hut. Ja. Weil, ich glaube, dieses Schaffige oder dieses, das, dass sich was bewegt oder was entwickelt oder wächst, das ist ja auch was Natürliches. Das ist das ja auch ist in Leben. Der Natur. Leben das ist ja Wachstum, es ist, da bewegt sich was, da, es heißt ja nicht, dass ich dann nur meditieren da rumsitze. Also, das wäre für mich, nicht erwacht oder bewusst, ja, also, dann habe ich irgendwo doch die Aufgabe verfehlt. Also, fassen wir einfach mal zusammen. In Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Nur für ein Ich nicht immer leicht. Wenn man dann genau mittendrin steckt und strampelt, ja genau. Ja. Und deswegen, so vielleicht so als Resümee, also das Um und Auf ist einfach diese Bewusstheit, in diese ja Bewusstheit reinzukommen. Ja. Diesen Schritt zurück, das Bild finde ich so schön, diesen Schritt zurück zu machen und die Rolle des Beobachters einzunehmen. Aber nicht wie in der Meditation vorübergehend, sondern sie gehen einmal in die Rolle des Beobachters und von da an bleiben sie der Beobachter. Und es gibt eine Falle dabei. Ein einziger Gedanke zieht sich wieder in den Verstand und damit ins Ego. Und dann sitzen sie wieder im Hamsterrad. Ist kein Problem, wird passieren. Wird immer wieder passieren. Mhm. Aber sobald sie es merken, und sie merken das dann sehr schnell, weil es unangenehm ist für ein erwachtes Bewusstsein, gehen sie wieder als Beobachter, ziehen wieder den Stecker der Ich-Identifikation, schauen wieder ihrem Erfahrungsinstrument zu und die Welt ist wieder in Ordnung. Nichts passiert.
Ja, das ist vielleicht auch der Perfektionismus dann, ne? Aber das ist auch das Ich, ja, perfekt gleich von Anfang an Ja. alles können und es muss dann immer. Brauchen Sie ja nicht die Erfahrung, Schritt für Schritt in Besitz zu nehmen. Das ist Leben. Ja, das ist das, Das worauf es macht es ankommt. aus. Dafür sind Sie hergekommen. Nicht hierher kommen, in den Spiegel gucken, ach so, Vollkommenheit, okay, wieder nach Hause. Ja. Nein. Okay, gibt es denn noch irgendwie so ein Tipp, irgendwas oder einfach so ein Schlusswort, was Sie den Menschen noch mitgeben möchten, worauf es ankommt, Ihrer Meinung? Oder einfach jetzt zusammenfassend nochmal. Wir haben ja schon echt immer wieder mal, eigentlich immer gemerkt, wir kommen aufs Gleiche raus. Immer und immer wieder. Aber. Also, wenn Sie ein Schlusswort wollen, kann ich nur sagen, es kommt immer auf das Gleiche raus. Das Leben hat Ihnen mit diesem Interview eine besondere Chance geboten. Das heißt, Sie müssen diese Chance verursacht haben, sonst hätte sie nicht stattgefunden. Das heißt, Sie sind irgendwann ein bisschen erwacht. Sie haben sich ein bisschen an Ihre Wirklichkeit erinnert. Und jetzt wartet das Leben auf Ihre Anweisung. Fällst du wieder zurück in das gewohnte, vertraute Ich? Und dann hast du wieder die ganz normalen menschlichen Probleme, für die es dann keine Lösung gibt. Oder aber gehst du durch die geöffnete Tür hindurch in ein ganz neues Leben, in dein faszinierendes Abenteuer des eigentlichen wahren Lebens. Das ist deine Wahl. In diesem Augenblick jetzt musst du dich entscheiden. Schön. Wunderschönes Schlusswort. Ja, zum Mitnehmen aber auch, ne? Also Ja. jedes Wort, das einfach nur stehen bleibt. Also, Ja, zum aber Aber auf die Erde geht. bringen. Ja, aber wenn das Leben mir eine Chance bietet, vorher, wie gesagt, habe ich es ja nicht gewusst, es war der Welpenschutz, aber wenn mir das Leben eine Tür öffnet und ich gehe nicht hindurch, verursache ich zwingend damit schmerzhaften Nachhilfeunterricht. Jetzt muss mich das Leben schubsen. Ja, und ich habe die Wahl, noch zu wählen, welchen Weg ich gehe, den königlichen Weg der Erkenntnis, den das Leben gerade bietet, oder den Weg der schmerzhaften Erfahrung. Aber sobald ich dann, auch wenn ich den Weg der schmerzhaften Erfahrung gewählt habe, habe in jedem Augenblick die Chance zu erwachen, sagen, nee, jetzt reicht's. Jetzt habe ich genug Probleme gehabt, genug gelitten. Jetzt erinnere ich mich wieder, wer ich wirklich bin. Und in dem Moment, wo ich stimme, stimmt sofort mein ganzes Leben. Die Wolken gehen weg, Sonne scheint, Leben stimmt. Und diese Macht haben Sie in jedem einzelnen Augenblick. Egal in welcher Situation Sie sind, Sie können alles immer sofort ändern. Das ist natürlich eine tolle Situation, Das die man stimmt. für sich nutzen sollte in jedem Moment. Ja. Ja, aber wenn ich einen Moment verpasst habe und bin dann trotzdem in den Nachhilfeunterricht gestolpert, kann ich jederzeit sagen, jetzt reicht's. Genau. Ja, so. Und dann mache ich von dem Geschenk Gebrauch. Das Ja. Geschenk wird nicht zurückgezogen. Das ist jederzeit erreichbar. Ich muss mich nur dafür entscheiden. Ein Sehr wunderschönes schön. Bild, ja. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Begegnung, für Ja. das Gespräch. Und schauen wir mal, was die daraus machen. Ja, schauen wir mal. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Schauen wir mal, was Sie daraus machen. Was wir draus machen, Ja. ja, genau. Ja, vielen Dank für die Zeit und einfach für wirklich die Worte und euch allen, ja, das Verwirklichen, dieses in dieses Erwachen reingehen, raus aus diesem Ich immer, immer mehr und raus aus den Problemen. Es gibt keine. Ja, und wir sagen danke fürs Zuschauen, danke für die Zeit und von Herzen alles Liebe. Danke für die Begegnung mit denen, die ich nie zu Gesicht bekomme, Ja. aber die jetzt die Chance haben, den richtigen Weg zu wählen. Genau.